Moin zusammen und jetzt willkommen zu einer neuen Folge. Dai Yang. Und im Prolog natürlich immer noch. Und dann gucken wir doch mal, ob wir da irgendwie rüberkommen. Nein. Au, das tat richtig weh. Scheiße. Das tat richtig weh. Mist. Das tat gerade richtig, richtig weh. Ich glaube, wir sollten nochmal eine Schmerztablette oder sowas nehmen. Tablette? Nee, Tablette wollte ich nicht verwenden. Okay, das benutzen X. So, ich gehe mal hier kurz auf die Seite. Wie komme ich denn sonst da oben hin? Da könnten wir sonst hochkraxeln. Auch nicht wirklich hoch. Hier müssen wir eigentlich nach oben wieder. Achso, da kommen wir wieder nur an den Seiten. Ja, okay, das ist natürlich auch Mist. Da kommen wir auch nicht wirklich hoch. Ah, das ist echt scheiße. Normalerweise müssen wir da auf der Ecke oder wir müssen uns da runter sliden lassen. Ich weiß nicht, ob das so doch gewollt ist irgendwie. Keine Ahnung. Also ich bin hier gerade so ein bisschen überfragt. Da können wir rüberspringen. Da könnten wir da rüber. Wir könnten da eigentlich runterspringen. Da auf den Emporen landen. Das könnte man natürlich tun. Da lang. Und wir gehen nochmal den Weg. Scheiß drauf. Moin. Mist. What are you doing? I'm weglaufing. So. Kletter noch mal oben rauf. Und dann versuchen wir uns da mal runterfallen zu lassen auf der anderen Seite, was wir gerade gesehen hatten. Dass wir vielleicht mal die Hunde irgendwie ein bisschen abfackeln. Weil ich ein Tierfreund bin. So, nämlich hier. Ich weiß nicht, ob wir hier unbedingt runter sollen. Da brechen wir uns doch alle Beine hier. Da könnte man aber rüber. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Eigentlich sollen wir eher da unten, glaube ich, lang. Versuch's mal. Nein! Nein! Scheiße! Mann! Da gehört jetzt also nicht runter. Na, zum Glück hat er hier gespeichert. Das ist schon mal ganz gut. Ich würde fast wetten, dass wir hier irgendwie hoch sollen. Da könnten wir da hochspringen. Das bringt uns allerdings nichts. Da wären wir wieder auf dem Rückweg. Ah, da kommen wir auch nicht lang. Mäh. Ich würde höchstens denken, dass wir uns von hier aus vielleicht. Dass uns von hier aus vielleicht die Hunde vielleicht mal gönnen können. Probier es einfach mal. So. Einmal. Oder können wir da noch irgendwie? Da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Da ist abgesperrt. Da kommen wir nicht lang.
Wir müssen da hinten rauf. Wir müssen eigentlich durch den Hundezwinger. Da unten lang. Darüber. Dann müssen wir da lang. Dann müssen wir eigentlich da lang. Den nochmal ausknipsen. Wobei, guck mal da hinten, das Tor, glaube ich. Guck mal. Der wird ja von dem gesteuert. Also müssen wir eigentlich da oben hin den ausknipsen. Alles andere macht für mich jetzt erstmal so keinen Sinn. So, pass mal auf. Dann schmeißen wir mal dahin. So. Gut, gehen wir nochmal wieder zurück. Ach, diese Steuerung hier, ne? So, pass mal auf. Den packen wir uns dahin. Crowbar packen wir uns dahin. Okay. Dann machen wir uns nämlich die Crowbar. Dann machen wir nämlich da unten das Schloss gerade auf. Da sind jetzt nur noch zwei oder drei Hunde. Vielleicht können wir da noch gerade hochjumpen. Schön. So, hier runter. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ich meine, hier die Tore aufzumachen, macht, glaube ich, nicht so wirklich viel Sinn. Aber ich glaube, das andere Tor, was wir aufmachen können, das ist, macht eben das Haupttor auf. Da durchschießen? Bleib doch mal stehen, Kleine. Ich kann hier nicht hoch. Doch jetzt. Haben wir noch den da oben? Ach, da ist auch noch geflogen. Na toll, da ist meine Pfeile mitgenommen, du Sack. Aber hier machen wir das Tor auf. Gut. Jetzt müssten wir eigentlich wieder zurück und eigentlich da hinten aufmachen. Da müssten sie sich erstmal um die ganzen Nasen kümmern. Machen die jetzt das Tor nochmal zu oder lassen sie es auf? Nein, ich glaube, wir lassen es auf. Brauchen einen Schlüssel. Aber wir müssen tatsächlich zurück und das andere Tor theoretisch aufmachen. Deswegen ist sie mich hier auch auf.
kann man hier rüber springen. Ne, hier kann ich leider nicht rüber. Das ist ja auch assi, ne? Oder wir können da rein. Warte mal. Probier das einfach mal. Guck einfach mal hier lang. Na gut, hier macht das eigentlich keinen Sinn. Aber hier haben wir noch Medikamente anscheinend. Was haben wir hier für ein Zeug? Was haben wir hier gefunden? Kombinieren Sie mit einer leeren Spritze, um eine tödliche Injektion herzustellen. Oh, okay. Herzustellen. Okay, voll. Wollen wir so eine Spritze fertig herstellen? Natürliche Spritze. Ist klar. Gegenstände. Findet man Sachen? Hier könnte man also wieder raus, glaube ich, ne? Kommen wir auf jeden Fall raus. Ich will jetzt auch nicht unbedingt die Irren da rauslassen, weil das ist natürlich auch nicht so lustig. Und sie haben das Tor wieder zugemacht. Die Schweinepriester. Die haben das Tor wieder zugemacht. Alles klar, okay. Gut, hier kommen wir also wieder lang. Dann müssen wir also hier nach oben. Ich mach mal auf. Vielleicht lassen sie sich ja so ablenken. Aber anscheinend nicht. Also die lassen sich davon nicht unbedingt beeindrucken. Mollys haben wir jetzt nicht mehr dabei, ne? Leider nicht. Ah, töte sofort Tiere und Menschen mit einer durchschnittlichen Größe. Sind auf jeden Fall keine Leute mehr da, die jetzt das Tor wieder schließen können. Ah, jetzt macht das Tor wieder zu. Das ist ja super. So, wir müssen uns also ein bisschen beeilen, um hier rauszukommen. Ein bisschen beeilen ist gut. So. Holzen Sie den Moors? Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Hier draußen läuft aber, glaube ich, auch keiner mehr rum. Wir müssen leider nochmal zurück. Tut mir leid. Aber die NPCs sind auch nicht so wirklich schlau, ne? Ich meine, sie könnten natürlich hier vorne irgendwie mal fliehen, aber wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht zu jucken. So, pass mal auf. Wir machen das. Wir laufen jetzt einmal straight.
Wir haben jetzt ja ein bisschen aufgeräumt. Einfach mal alles platt gemacht, ist in Ordnung, geht klar. Nein, wir laufen. Was könnte es sein hier vielleicht? Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich muss erstmal ein bisschen gucken, wo wir hier überhaupt längst kommen können. So, dann läuft aber keiner mehr. Spiel speichert, das ist gut. Was jetzt für Nibble, dann starten wir wenigstens auch gleich hier. Jetzt irgendwo am Ende sind. Also es müsste jetzt eigentlich doch... wir sollten noch am Hafen vorbei, hieß es. So, da sind wir jetzt vorbei. Entkommen von Insel. Fahren Sie am Hafen vorbei, ja. Oder gehen Sie am Hafen vorbei. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt dahin. Und wir müssen, das heißt, wir müssen da durch. Und da werden garantiert auch wieder einige Hunde sein. Einige komische Leute, die uns an die Wäsche wollen. Haben wir noch irgendwie... Nee, wir haben nur die Spritzen, die komischen. Maulschlüssel... Ich bin fast am überlegen, ob ich Maulschlüssel wegwerf. Achso, was ich nochmal kurz gucken wollte. So, auf ein Etikett. Langsam Gesundheit wiederherstellen. Maximal 3 pro Slot. Okay. Lassen wir erstmal. Wir gehen erstmal weiter. Ein bisschen zu ruhig hier. Und hohes Gras. Aber niemand da. Okay, nochmal einmal rum, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Zu finden gibt es hier genug, aber das können wir alles nicht mitnehmen, weil wir eh voll sind. Oh, hier ein paar Pfeile können wir noch mitnehmen. 10 Stück haben wir jetzt, geil. Und das würde mich... Oh, was ist mal hier ein schönes... Eine Harpune oder irgendwie so ein Speer. Okay. Können wir alles nicht nutzen. Also können wir schon nutzen, aber... Harpune würde mich natürlich mal ganz genau mal interessieren. Pass mal auf, wir nehmen mal den... ich schmeiß mal das weg. Und ich schmeiß auch mal das weg, den Schraubenschlüssel. Und dann würde ich gerne die anderen Sachen mal ausprobieren hier. Harpune. Das kann nicht so einfach sein. Guck mal, da ist nämlich... Da liegt nämlich jemand tot. Siehst du das? Da. Da ist jemand tot. Oh, shit, 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 shit. How the fuck am I gonna get off this island now? Scheiße. Ach du Scheiße. Shit. Du Scheiße. Au, 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 au. So, das machen wir gleich nochmal. Au, au. Und wo kriege ich den Hits? Ach, hier hinten auch nochmal hochgehen können, okay. Wo ist das Vieh?
kleiner. Ja, okay, alles klar. Boah, alter Finne. Puh. Ja, das sind Flaschen, das bringt uns aber nichts. Was, sie haben uns sofort gesehen? Aber sofort. Ich glaube, wir können uns gleich nochmal umbringen lassen. Sind auch nochmal zwei. Kommen wir denn da hoch, bitte? Oh! Was war das denn gerade? Wir müssen diesen Hammer-Guy, den müssen wir wegkriegen. Aber ich wüsste jetzt nicht, kann man noch irgendwie was herstellen? Moment, herstellen. Pass mal auf. Weil die nun alle gerade da so schön auf der Ecke stehen. Pack das mal dahin. Alter. Wie kriege ich den dann weg? Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich muss hier hoch. Heilige Mutter. Muss ich gleich vor allem gleich erstmal auch heilen hier. Oh. So, muss erstmal die anderen Nasen erstmal wegkriegen hier. So, der ist weg. Oh, der ist auch weg. Können wir noch irgendwie Mollys herstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, den lassen wir auch mal nutzen. Harpune, das können wir vielleicht mal. Das können wir nochmal testen hier. Harpune. Ich habe schon früher. So. Der Knilch ist hier unten. Wir müssen eigentlich die Hunde nochmal loswerden. Au! Autsch. Können wir von da oben irgendwas machen? Nee, ne? Das sind einfach nur. Einfach nur Nervis. Wir müssen alles ausknipsen. Au! Ja, ist doch gut jetzt, ist doch gut jetzt. Ey, ich komme hier nicht weg. Ach, hier ist das nochmal Mollys, alles klar. Weg.
Wir müssen nämlich die ganzen kleinen Läufer hier noch wegkriegen. Ach Mann! Ich brauche erstmal. Irgendwas lag hier gerade hart. So. So, der ist auch hier. So, da hinten sind nochmal Mollys. Mollys bringen mich aber jetzt nicht so viel weiter. Ich glaube, es ist alles an. Ja, es ist jetzt nur noch er da. Er sieht mich auch, okay. Oh. Ja, Steine werfen, das kannst du, ne? Brauch Mollys. Ich brauch Mollys, sonst krieg ich den, glaube ich, nicht weg, den Knilch. Oh, doch, Bolzen geben mir auch ganz gut Schaden. Okay. Mist. Da kriege ich natürlich nicht zu fassen. Na, das ist so viel, habe ich jetzt eben nicht abgezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Todesspritzen, ob die ihn noch so ein bisschen betüdeln. Ich glaube aber nicht. Warte mal, lass uns das mal ausprobieren. So, nee. Das. Dann packen wir den mal dahin. Harpune, Spritze. Oh! Moin! So, warte mal. Moin! So, hier kommt er anscheinend nicht hin. Heilige. So. Das packen wir mal dahin. Wir haben auch gar keine Bolzen mehr. Das war's. Mehr Benzin gibt's hier nicht. Au! Au, hör doch mal auf jetzt! Boah, der geht mir so echt auf den Zwirn hier, der Knilch. Ah, so, können wir noch irgendwas herstellen? Den können wir herstellen. Können wir noch ein bisschen mehr herstellen? Zwei können wir noch. Alter, geht.
Geh mir da vom Pinsel. Ey, ich weiß nicht, noch nicht, wie ich den umlegen soll. Erstmal heilen. So. Dann den. Drei Mollys habe ich bis jetzt. Dann können wir sonst höchstens mal die Pille dahin schmeißen. Und die Spritzen. Ich weiß nicht, ob die Spritzen jucken. Ich weiß es absolut nicht. Da kommen wir vorne hin. Hier bin ich. Nein! Das war so schlau. Ja, das war auch so schlau. Heilige. Ich weiß noch nicht, wie ich den knacken soll. Mann. Wir haben ja jetzt nicht viel mehr. Wir haben jetzt hier... Herstellen können wir ja auch nicht. Doch ein bisschen können wir noch herstellen wieder. Wie viel haben wir noch? Benzin haben wir 10. Stoff haben wir 1. Also Stoff müssten wir sammeln die ganze Zeit. So, mehr haben wir nicht. Tödlicher Pfeil. Okay, das hätten wir... Ach so, da könnten wir die Spritze... Ach, bräuchten wir diese Bolzen für. Das ist ja auch elend. Okay, das... Dahin. So. Jetzt können wir die Zeit nutzen, Stoff zu sammeln. Können wir gleich versuchen, diese tödlichen Spritzen mal als Bolzen zu machen. Gott. So. Puh. So, was können wir machen? Wir können herstellen. Wir können herstellen diesen tödlichen Bolzen. Wir können herstellen Molly. Und das war's. Sehr gut. So, pass mal auf. Wir packen den mal dahin. Den mal dahin. Bolzen hätten wir noch 4-mal. Dann könnte ich ihn auch noch ein bisschen mit betüdeln. Okay, alles klar. Also, dann versuchen wir ihn mal mit dem Tödlichen zu treffen. Ach, warte mal. Benutzen, zielen, Pfeil, lenken. Au. Ach Gott. Oh, wir haben ihn aber auch gleich. Mehr oder weniger gleich. Wir haben ihn, glaube ich. Toll, jetzt wo ich einen tödlichen Pfeil habe. Jetzt wo ich den tödlichen Pfeil habe. Jetzt ist er krepiert oder was? Boah, alter Finne. Oh.
So, wir nehmen noch mal erstmal ein paar Sachen mit hier. Alter Schwede. So, Hundilein, wo ist der Dicke? Da vorne liegt er. Holzen, einen haben wir daneben gesammelt. Granatschüssel-Pickup. Ah, okay. Boah, nervig. So, lass mal kurz gucken. Völlig fertig mit den Nerven. So, einmal mal Mollys herstellen, bitte. Vorsichtshalber, man weiß ja nicht, was da nochmal gleich passiert. So, alles klar. Hier Gegenstände. Kanister, Benzin. Ach so, Benzinkanister, klar. Na, logisch konnten wir das. Logisch konnten wir das dann dementsprechend Benzin mitnehmen. Das ist natürlich geil. So, das packen wir da rein. Bolzen mit einem tödlichen Schuss. Und der Kanal ist da hinten, glaube ich, ne? Ich glaube, da hinten war der. Ah, ne, kommt da hin. Da sind wir dran vorbeigelaufen. Hier müsste es eigentlich der Schlüssel sein. Oh, meine Fresse. So, jetzt bitte keine. Bitte keine Überraschung mehr. Shit. Was? Was heißt hier Shit? Was heißt hier Shit? Oh. Das heißt Shit. Dreams, Kitty. Toll. Ganz, ganz toll. Haben wir uns gerade hier längs gefightet. Und was ist? Da kommt noch so ein Heini, der uns dann nur auf die letzten Meter noch schnappt. Ganz toll. You're not an early bird, are you? Sleepyhead. You and your friends made quite a mess yesterday. Brother number two is blaming me, of course. By the way, trying to kill brother number one was a bold move. I give you that. But it needs more than a sharpened pencil to kill the man. You did break his heart, though. That's for sure. Now, who sent you? Fuck you. Who sent you? Santa Claus. I see. You're a tough one. No wonder you passed the trials. We got your friend, you know. I'm gonna have some fun with him, too. Will he be tougher than you? I bet he won't. Yes? Can't brother number two deal with them? Yes. Yes, I'm coming. My apologies, Kitty. They need me to clean up the madhouse out there. You go back to sleep. Pray I won't bring bad news on my return. My head. Are we alone, doggy? Okay. Time to get out of here. Come on, Nia. You can do it. You've seen worse. Come on! Damn it! Okay. Almost there. Almost there.
Sorry, Kitty. Brother's orders. No, no, no! Wait! Ja, okay, ich glaube, wir werden nicht mehr von der Insel entkommen. Ich glaube jetzt auch so langsam dran. So, das war Die Young Prologue. Wie es ja auch hier steht. Und ja, das ist eben der Prolog zum Hauptspiel. Mach mal einen Ticken leiser. Das war der Prolog zum Hauptspiel, den wir zocken. Wir werden, glaube ich, im Hauptspiel werden wir, glaube ich, auch eine junge Dame spielen. Also nicht die Dame, logischerweise, die wir jetzt gerade gezockt haben. Das war, die wir gerade gezockt haben, das klingt ja auch ein bisschen. Die wir gerade gespielt haben. Das war jetzt irgendwie ein Ereignis ein paar Stunden vor dem Hauptspiel. Ne? Also da werden wir uns gleich noch mal ja, da werden wir uns gleich mal mit beschäftigen oder in den nächsten Folgen mit beschäftigen. Mit dem eigentlichen Hauptspiel. Das war jetzt natürlich ein kurzes Intermezzo hier. Aber wir werden natürlich das Hauptspiel anfangen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich bin mal echt gespannt, was uns im Hauptspiel erwartet. Wie gesagt, das ist eben so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Far Cry, aber es geht ja doch schon so ein bisschen in die Richtung. Das ist eben halt dieses typische Einnehmen, aber hat auch so ein bisschen Elemente von, jetzt komme ich nicht auf das Mirror's Edge, ne? Mirror's Edge war das mit dem Springen und Gleiten und Tun und Hier. Fand ich so ganz cool bis jetzt. Muss ich sagen, also bis jetzt hat mich das Spiel so schon ganz ordentlich abgeholt. Es ist eben halt ein verhältnismäßig leichtes Spiel. Es ist ein leichtes Spiel von der Aufmachung her. Ne? Also man muss da jetzt nicht groß Sachen beachten. Man muss halt Sachen sammeln, kannst daraus dann eben halt ein paar Waffen craften oder Munition craften. Jetzt halt diese Bolzen zum Beispiel, diese giftigen Bolzen oder Molotow-Cocktails. Also das ist jetzt zwar schon Crafting Survival, aber dann halt auf einem gewissen geringen Niveau. Aber es ist doch schon ganz geil. Also es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Und ich bin mal echt gespannt, wie das Hauptspiel sich zocken wird. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich lasse jetzt mal gerade die Credits durchlaufen. Und dann sehen wir uns in der ersten Folge Die Young wieder, wenn wir gucken, was da so passiert. Also macht es gut. Bis denn. Tschüss.